Ja, servus und herzlich willkommen miteinander. Jo, bei mir ist heute Dienstag. Ihr seht es jetzt am Freitag. Habt wahrscheinlich jetzt gerade aktuell den Dienstagsvlog auf dem Bildschirm. Oder kommt von der Arbeit heim und schaut mir dann an oder wie auch immer. Ja, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen und ich habe was Lustiges festgestellt. Ich darf jetzt gleich mal Pferde einsammeln. Es hat geregnet. Wir haben jetzt insgesamt über Nacht 50 Liter Regen. Und der Boden ist gut aufgeweicht und der Zaun ist umgekippt und ja, so sieht das dann aus, ne? Ach auch, Gandhi. Was ist mit dir? Bist du gegossen? Na mal, Guter. Ist mir schon klar, ne? Hanna und Emma sind auch mit da, wir haben sie alle beieinander, weil es ja so schön ist. Ja, the same pressure as every year, oder so ähnlich, Tag, ihr findet es gut, ne, schön, kommt mir wieder ans frische Grün, das andere haben sie ja schon ziemlich abgefressen, tja, so läuft das, machen wir jetzt da keinen Stress, musst du einfach gehen lassen, ich fange jetzt hier mal an, versetze den Zaun um ein Stück und versuche sie dann reinzulocken und ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Da oben ist er umgekippt. Ja, und die haben es natürlich dann genutzt und wahrscheinlich noch drin hängen geblieben und gar die restlichen Pfähle mit rausgerupft. Naja, ich sag ja, eh klar, also dann versetzen wir halt. Und wieder ein Stück weiter, weil es ja gar so lustig ist. Oh Mann, was für ein Wetter. Der ein oder andere sieht, ich bin ein bisschen nass worden. Bis auf die Unterhose, komplett durch. Ja, ich habe den Zaun vorhin versetzt, dann hat es einmal kräftig das Rumpeln angefangen, aber wie? Dann ist auch der Blitz in eine vor die Eichen rein, aber wie? Einen Schepperer genommen. Und dann ist am Platzring losgegangen. 35 Liter innerhalb von wenigen Minuten. Alles der Vorgleich. Der trägt vor der Koppel roh, die ganzen Weg, die Wiesen. Die Hackschnitzel in der Halsstänger unter Wasser, die zwei Autogruben sind komplett unter Wasser, die ganze Maschinenhals steht unter Wasser, der Stolper fast unter Wasser gestanden. Wahnsinn! Nur um mal zu verdeutlichen, wie nach so einem Starkregen eignet sich die Wege ausschauen. Der Dreck da lag gerade unten vor der Maschinenhalle. Man sieht die Feuchtigkeit dort an der Hackschnitzel beim IHC. Man sieht da hinten vielleicht die nassen Tore unten. So hoch war das Wasser gestanden. 35 Liter innerhalb von wenigen Minuten. Da sind die ganzen Rinnen immer hinterhergekommen. Ich hätte das Passeng filmen sollen, wie ich heute heimgekommen bin. Da war das leer. Das war leer. Jetzt ist voll. Tja, das hat gescheit Fleisch. Soll man nicht meinen. Wie gesagt, die ganzen Wege von oben bis unten hat es alles ausgespült. Da sieht man noch so die Spur, wo das Wasser durch ist. Wir haben jetzt schon ziemlich raufgezogen wieder. Nicht schön, nicht schön. Ja. Man könnte natürlich auch die Feuerwehr anrufen, zum Auspumpen, aber das ist wieder mal Landwirte, die versuchen sich selber zu helfen, wo es nur geht. So machen wir das. Ah, jetzt runtergeschwemmt wie Sau, die Steine von hier oben waren da unten an der Halle. Soll kein Mensch meinen. Ja, die Pferde haben jetzt eine neue Koppel, die habe ich jetzt versetzt. Gleich mitgemacht. Ja, was willst du groß machen? Ich meine, ist halt so. Bloß ich habe versetzen angefangen, war fast fertig, dann hat es kräftig Gewitter gegeben. Und ja, das letzte Stück, wo ich Zaun versetzt habe, war da hinten. Und in eine von den Eichen muss der Blitzneis sein. Weil wir hatten kurzzeitig auch Stromausfall im Stall hier wieder. Das hatten wir vorletztes Jahr mal bei einem Gewitter. Was da an Wasser runtergespült hat. Ich habe mir vorhin dann mit dem Dreck hier unten ein bisschen beholfen, also es wird ja eh noch geplättelt. Ich habe den Dreck hier wie so einen Damm aufgeschoben.
Und man sieht ja, wo es da gespült hat. Das ist das, was ich immer sage mit Erosion. Das Wasser ist hier runtergeschossen gegen den Wall und dann über weg. Man sieht ja die Spur. Ist aber auch über den Wall drüber, so viel war das. Und da unten an der Kante vom Stall, wo jetzt der Jockel reingeht, das ist ja doch so eine hohe Kante. So hoch war das Wasser da dran. Ich habe es mit dem Schaber dann, ich habe den Schaber reingezwickt. Das war wie so ein Prallblech. Hat das Wasser dann ein wenig abgelenkt, sonst wäre es gar nicht reingelaufen. Also, wenig war es nicht. Ich frage mich, ob bei euch auch so viel Wasser war. Ja, bei uns immer wieder was Neues. Ne? Letztes Jahr, ich will es nicht verschreien, aber es ist so. Letztes Jahr hatten wir den Feldbrand, da brennt da alles ab, was du hast. Und dieses Jahr Hochwasser im Mai. Tja, Mairegen hatten wir ordentlich. Den hatten wir so ordentlich, dass wenn ich jetzt auf den Boden sapp, da drückt das Wasser aus dem Boden. Der kann gar nichts mehr aufnehmen. Ich bin mal gespannt, ob morgen mein Elektrozaun noch steht. Ich würde aber mal tippen, wahrscheinlich eher wieder nicht mehr. Weil der Boden ist so weich, ich habe die Pfähle reingedrückt und so wie du sie reingedrückt hast, zieht es wieder auf Seite. Naja. Und um mal zu verdeutlichen, wie es in der Halle ausschaut. Also wie gesagt, es ist hier runtergeschwappt. An die Tore hier sieht man es, bis wohin das Wasser gestanden war, die Kante. Das ist diese Dreckkante hier. So hoch war das Wasser vor dem Tor. Ist von da oben runtergekommen. In einem mordsmäßigen Schwall. Ja, schaut auf alle Fälle aus wie Sau. Ja, und hier drin natürlich dann auch. Hier ist das Wasser rein. Und mit wie viel Gewalt, das sieht man, da ist die Feuchtigkeit und drüben. Hier steht alles unter Wasser. Hier auch. Und ich greife mal um. Die Grube ist jetzt ein schönes Schwimmbecken. Da ist Wasser drin. Da hinten steht es auch überall. Ja, das war ordentlich Wasser, würde ich sagen. Kein Spaß. Auch hier drüben in der Halle schaut es nicht viel besser aus. Alles schwimmt. Überall Wasser, die Grube auch mit Wasser gefüllt. Lang nicht bis oben hin, aber trotzdem genug Wasser. Nicht schön. Ja, muss noch abgeschöpft werden. Jetzt haben wir erst einmal die Wege soweit wieder zusammengerichtet und die ganzen Gulli und das ganze Zeug. Weil das Problem ist nämlich immer, du musst die sauber machen. Wenn da nochmal was kommt, hat es jetzt den Dreck reingespült und wenn du das nicht gleich machst und da kommt wieder was nach, dann hast du das Wasser sofort wieder drin. Ich meine, man sieht es ja hier. Ein Dreck. Die Hackschnitzel natürlich jetzt hier gescheit gewaschen. Ist nicht schön. Tja. Müssen wir mal gucken, ich schätze mal den vorderen Teil können wir vergessen. Kommt ganz drauf an, wie weit das Wasser gekommen ist. Aber da wird ein Teil davon dann wohl verloren sein. Da war es doch ein bisschen zu nass. Kannst du nichts machen, Naturgewalten, da kannst du nichts dagegen machen. Ich meine, du könntest jetzt noch mehr Rinnen bauen und du könntest noch mehr Rohre verlegen und weiß der Teufel was sonst noch, aber der Regen, da hätte es wahrscheinlich gelangt, die 35 Liter, die runtergekommen sind, da hätte nicht einmal das Wasser mehr von da oben kommen brauchen. Da hätte das gelangt, was hier auf dieser Platte da ist. Vergesst es. Das ist einfach so, müssen wir damit leben. Der Vater zieht jetzt mit dem Radlader gerade ab. Wir hatten richtig Schwein. Die Kartoffeln waren dieses Jahr unten. Oben her hatten wir es ja mal, da hatten wir damals auch so einen Starkregen, da waren die ganzen Kartoffeln mit weggeschwommen. Die ganzen Beetle hat es davor geflaut, in der Weizen damals mit rein. Da haben wir richtig Schwein gehabt, dass die unten sind. 20 Meter davor hat das Wasser aufgehört und ist vorne wieder auf die Straßen aus. Da war die Rinne oben dicht, Wasser ins Feld rein, im Feld alles mitgerissen. Also der Weizen steht schon noch da, aber halt das Wasser ist durchs Feld durch. Hat Dreck mitgerissen, nunterwärts und unten 20 Meter vor dem Äpfelbeet.
hat sich's wieder gestaut und ist nebenaus auf dem Weg. Puh, Glück gehabt. Ja, aber wie gesagt, also bei sowas versucht man sich immer selber zu helfen. Ich meine, klar, wir könnten jetzt hergehen, könnten die Feuerwehr anrufen, weil die Grube voll Wasser steht. Aber die Feuerwehr hat mit Sicherheit jetzt was Besseres zu tun, wie eine Grube auszupumpen oder den Dreck aus der Halle rauszuwischen. Man hört die Sirene immer wieder mal. Ich gehe davon aus, bei dem Wetter sind mit Sicherheit auch Keller voll gelaufen. Und ja, da möchte man natürlich die Einsatzkräfte dann nicht aufhalten. Die sind schwer beschäftigt jetzt, die haben andere Sachen zu tun und dann muss man nicht mit solchen Lappalien kommen, wo man sich selber helfen kann. Wie gesagt, den Weg da, wir haben den Radlader, wir ziehen ihn ab, das hatten wir schon einige Male. Im Endeffekt kannst du sagen, jedes Jahr einmal, wo du den Weg hier abziehen kannst, weil er einfach runtergespült wird. Das ist halt einfach der Schotter. Teeren, wenn es das geht, wäre es noch schlimmer, dann hätten wir richtige Sogwirkung da. Brauchst du auch nicht machen. Ja, wie gesagt, wir leben damit. Wir kennen es nicht anders, das ist Hanglage. Und ja, ich sag mal so, das ist genau der Grund, warum wir im Winter ohne Getreide draufstehen haben müssen, warum ohne Feld begrünt sein muss und warum wir nicht hergehen können und können einfach ja, die Stoppeln stehen lassen oder Stilllegungen halt einfach ackern und können im Frühjahr dann was sehen. Das geht nicht, wir können es nicht still liegen lassen. Es muss immer bestellt sein, weil wenn so ein Regen kommt, der reißt alles mit. Und wie gesagt, so ein Weg hier aus Stein, die Rinne, wenn man sieht, die ist weg. Die Steine sind da unten. Mein Vater fährt jetzt gerade mit dem Atlas da unten wieder rein. Da unten auf der Straße kannst du wieder einsammeln, schiebst sie wieder hoch und am Schluss hast du wieder hier im Grundstück liegen, wo sie eigentlich hingehören. So ist das halt. Wir leben damit. So, und da habe ich wieder den Motor. Ja, ich habe gerade mal Füße rausgezogen, deswegen habe ich noch Handschuhe. Ja, ein lieber Kollege hat sich mir im letzten Video gewünscht, ich will doch mal wieder die Schweine zeigen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Klar, kann ich machen. Die schreien nach Futter. Die sind ja so arm und so hungrig. Nein, versorgt ihr überhaupt nicht, gell? Da haben wir die beiden. Beide hier. Na, Schmutti. Ich will sie nicht mehr gleich beißen. Der Garfert. Da ist immer noch das ganz normale kleine Feigelchen, das es genießt, wenn man es krabbeln tut. Hm? Stinker. Schmutti und Feigelchen. Gar nicht mehr so klein, wie sie mal waren. Und da haben einige Leute gesagt, mit deinem Futter kommst du nicht weit. Ja, im Juli wird der Schmutti ein Jahr alt. Der war ja eher Kümmerling ist hinten nach. Und im August wird das Ferkelchen auch ein Jahr alt. Ja, so schauen sie jetzt wie gesagt aus. Haben doch schon eine annehmbare Größe. Ein bisschen Wasser haben sie heute von außen mit reingetragen, deswegen ist es so nass. Was denn? Jetzt wird es dann langsam mal Zeit, dass ich mir fürs Feigelchen hier mal eine passende Sau suche. Ne, Kleine? Junge! Wollen wir sie nicht länger auf die Folter spannen? Geben wir ihnen halt einmal was. Sonst drehen sie am Rad. So. Hui. Hui. Das ist gemein. Da. Ist ja nicht so, die hatten ja vorhin Essen. Gab ja vorhin auch was.
Aber wenn sie halt nochmal was wollen, dann kriegen sie halt nochmal was. Paprika. Eine Chili ist dabei, Tomaten sind dabei, ein bisschen Salat ist dabei und Weintrauben. Ja, und die ein oder andere Birne hat sich auch mit reingemogelt. Ja, sollen sie das fressen. Macht nichts, schadet nichts. Ist gesund. Und wie gesagt, ich habe ja gleich vor Anfang an gesagt, die Schweine, die sollen ja nicht innerhalb von 3 Monaten fett gemästet werden, sondern die sollen ein ganz natürliches Wachstum haben, sollen langsam groß werden, sollen danach mal eine schöne Fettmaserung im Fleisch haben natürlich. Und ja, ausgewachsen sind sie lang noch nicht. Da dauert es noch ein bisschen. Aber für das, dass sie jetzt ja im Endeffekt ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr alt sind, ist doch die Größe in Ordnung. Wie gesagt, der Schmudi, wer sich erinnern kann, damals, der war ja ein richtiger Pimpf. An dem war ja gar nichts dran, ein ganz kleiner Fatzke. Und war aber einen ganzen Monat älter wie das Feigelchen. Tja, den Rückstand hat er mittlerweile schon wieder aufgeholt. Ist natürlich immer noch ein bisschen kleiner wie der andere, aber das tut nichts zur Sache. Das passt schon so. Lasst euch schmecken. Ja, in diesem Sinne, da haben wir mal wieder die Schweinchen gehabt. So, ich mache jetzt Feierabend, dann gibt's Abendessen. Gestern ist es spät geworden, das Wasser noch aus die Gruben rausgepumpt. Hat der Vater dann noch weiter gemacht. Eine Heidenarbeit, gestern Abend um 10 Uhr habe ich das erste Mal Abend gegessen. Juhu, geil. Oder das erste Mal richtig was gegessen. Tja, sowas passiert. Ja Leute, die Woche, die vergeht wieder wie im Flug. Sieht man es nochmal wieder. Gestern Mittwoch, jetzt haben wir schon wieder Donnerstag. Ruckzuck ist er rum. Ja, ich bin jetzt gerade von der Arbeit heimgekommen. Und heute früh war der Lieferdienst schon da. Wir haben wieder bei Grand Hitter irgendwas bestellt. Noch ein paar Ersatzteile und was ich noch gebraucht habe. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, an der neue Wende gehört noch eine neue Gelenkwelle. Die alte ist kaputt und Ersatzteile für die kriegst du nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ich bestelle mir mal eine. Dann habe ich ja eine bestellt, die war ja aber ein bisschen arg massiv. Ein bisschen arg massiv. Das ist die hintere von den zwei. Ja, und die neue, die ich mir bestellt habe, das ist die vordere da. Die kommt an der Heuwende, die muss ich wahrscheinlich noch zurechtschneiden. Die ist nämlich ein bisschen lang. Ist aber nicht schlimm. Ja, die reicht auf alle Fälle dicke. Und die da, die habe ich nicht zurückgeschickt. Da haben wir gesagt, naja gut, das Geld habe ich zwar ausgegeben, waren auch 80 Euro, wo ich dafür gezahlt habe, aber pff, da kommt so eine Schwader ran. Die am Schwader ist auch nicht mehr so toll. Dann kriegt der Schwader noch eine neue. Am Schwader stehen dann haben wir noch 2 neue Reifen an. Und dann ist der normal auch wieder tipptopp in Ordnung. Ja, gewissermaßen. Heuwende ist dann komplett durch, Schwader ist komplett durch. Die Presse ist soweit auch gemacht, einsatzbereit. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch brauche. Pressen kann. Sehr fix. Ich habe gewusst, ich habe was vergessen zu bestellen. Na gut, muss ich mal bei der Reifeisen vorbei. Ist auch nicht schlimm. Was ich noch bestellt habe, ich habe mir wieder Mähwerksmesser noch organisiert. Haben ist besser als brauchen. Ich meine, ich habe da zwar ganz viele mittlerweile da, aber was soll's. Was man hat, die sind nicht teuer. 25 Stück Mähwerksklingen, ganz normal für mein Glasmähwerk. Ja, genau. Erst kann so noch alle auf Amo. Die hier. Ja. Jetzt fragt sich der ein oder andere, sag mal, hast du so einen Verschleiß? Nee, natürlich nicht. Aber wenn ich eh bestelle, so teuer sind die nicht und 25 Stück, da habe ich gedacht, bestelle ich gleich welche mit. Die habe ich auf Lager liegen. Wenn man welche braucht, hat man sie. Ich bin von Haus aus ja sowieso immer relativ faul, gebe ich ja zu. Man kann die Messer ja einige Male anschärfen, mache ich auch ab und an. Aber gerade in der Saison, wenn man sie dann doch einmal tauscht, weil man Äste oder was erwischt hat, ist bei uns hier leider immer wieder möglich. Wir haben keine freistehende Wiese, wir haben immer Wiesen, die irgendwo an Hecken oder Bäumen oder was vorbeigehen. Dann hast du mal einen Ast mit drin oder hast doch einmal einen Stein oder was mit drin, da sind Facken drin, die Messer sind relativ schnell stumpf. Vorher absuchen, wird natürlich im Frühjahr gemacht beim Abschleppen, aber findest ja auch nicht alles. Ja, so habe ich immer Messer liegen. Gewechselt sind sie ja ruckzuck. Ich bin, wie gesagt, relativ faul. Gebe ich ja zu, was das betrifft.
Ich arbeite die Messer erst auf der einen Seite auf, dann ist die hier abgenutzt und dann stecke ich sie quasi auf die andere Trommel, dann schneide ich es mit der Kante hier und wenn die beide abgenutzt sind, fliegen sie raus, ich mache neue rein und dann entscheide ich immer spontan, nehme ich sie nochmal, schärfe ich sie nochmal oder fliegen sie weg und ja, dann habe ich wieder auf Ersatz liegen. So mache ich das. Was ich noch bestellt habe, aber Oberlenkerbolzen. Ich habe jetzt auf jedes Gerät Cut 1 neue Oberlenkerbolzen gemacht, beziehungsweise überhaupt haben wir welche ran. Die Aden hat von Haus aus, die Sämaschine hat immer den gehabt, der eigentlich an den Heuwender gehört. Deswegen habe ich den jetzt auf der Sämaschine gelassen, habe auch nur einen für einen Heuwender, einen neuen für einen Pflug, der hatte nämlich keinen, einen für einen Äpfelstecker und natürlich noch einen zusätzlich für einen Häufelpflug. Ja, und die habe ich jetzt alle da. Ja, und noch eine Kleinigkeit habe ich bestellt. Ein paar Pflugschrauben für meinen Eichepflug. Offiziell von Eiche gibt es ja keine Schrauben mehr, aber es sind ja Normschrauben im Endeffekt. Und da habe ich mir bestellt mit zwei Nüppeln. Einen da, einen da. Größe M12. Und passende Mutter natürlich dazu. Kam alles in einem Päckchen. Wenn da mal eine zu tauschen ist, habe ich dann jetzt passende. Ja, das sind die Trümmer, die ich bestellt hatte. So, ich habe mir jetzt mal die alte Gelenkwelle unten vom Heuwender geholt. Oder besser gesagt, ich stehe unten beim Heuwender. Das ist das alte Stück. So sieht die aus. Ja, warum tausche ich die aus? An die Schutzrohr. Das wäre eigentlich eine gute Gelenkwelle, aber es sind die Halteösen oben kaputt, wo die Kettle reinkommen. So, und wenn ich die jetzt einschalte und die Gelenkwelle dreht an, dann dreht es die Schutzrohr mit. So, die Schutzrohrtrichter haben wir schon gesucht, findest du nichts. La Magdalena steht drauf. Ja, keine Ahnung. Irgendein altes Ding. Ob da vor Walderscheid oder sowas passt, wissen wir nicht. Deswegen habe ich gesagt, naja, komm. Ein neuer Schutztrichter außen drauf, der kostet bald genauso viel wie so eine einfache, günstige Gelenkwelle. Machst eine neue drauf. Und deswegen habe ich eine neue bestellt. Die nehme ich jetzt als Muster mit auf. Auf Grundbasis von der baue ich mir nämlich jetzt die andere. Kann man sich selber zurechtstutzen. Und dann habe ich da eine neue Gelenkwelle. Ja, und ich stecke in einer Zwickmühle. Ich habe eigentlich gesagt, am Sonntag, am 26. möchte ich auf Gilbsreu zum Schlepper treffen. Habe ich ja eigentlich so geplant. Ich bin aber auch ein richtiger Volldepp. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass das Wochenende ist, wo ein Musikverein hier im Ort sein 100-jähriges Bestehen hat. 1919. Tja, voll verpeilt. Am Sonntag ist großer Festumzug. Und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Morgen Abend geht es hier bei uns los. Der Festplatz ist da unten schon eingerichtet. Auf dem Sportplatz steht ein riesiges Festzelt. Parkplatzmöglichkeiten sind auf der Wiese da unten mit eingerichtet worden. Alles mit Flatterband abgesperrt. Ja, bis zu 2000 Besucher werden erwartet. Eigentlich wollte ich auf Gelbsreuth, aber wenn ich ehrlich bin, das möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Ich meine, 100 Jahre wird so ein Musikverein leider nicht immer. Und mein Urgroßvater war Mitbegründer davon, der Christoph Fischer. Von daher guckt man sich das natürlich dann schon an. Ja, und dann werde ich am Sonntag nicht nach Gelbsreuth fahren, sondern werde mir den Festzug mit angucken oder gelegentlich vielleicht sogar mitfahren, weil, soweit ich gelesen habe, die Schlepperfreunde Kirchleus-Lösau sind wohl auch dabei. Da könnte ich mich ja so als Anhängsel hinten mit meinem Schlepper einfach mit ranhängen. Oder wie auch immer, aber dann werde ich wohl nicht auf Gilbsreuth fahren. Also da wird man sich dann leider doch nicht sehen, nicht mehr angekündigt, sondern dann bin ich hier im Ort oder vor Ort. Also wer Lust hat, 100-jähriges Bestehen, Musikverein Burgheik, es sind auch mehrere andere Vereine dabei, Böbing und. Ja, ich habe da letztens einmal im Livestream, hat noch einer gesagt, wir sehen uns ja dann da wahrscheinlich bei Viera Blech. Da habe ich nichts damit anfangen können. Ja, jetzt weiß ich natürlich, was gemeint war. Da sehen wir uns leider nicht. Ich habe keine Karten dafür. Aber ich habe ja eine gute Position. Ich brauche keine Karten. Ich, wenn mich hier unten am Weiher auf mein Bänkle hocke, habe ich den besten Sichtpunkt
auf das Festzelt vorne. Und Klangrichtung ist optimal. Also was will man mehr? Wie gesagt, ich bleibe dann am Wochenende daheim und genieße das hier. Gelbsreuth kommt nächstes Jahr wieder. Und das nächste Schleppertreffen ist dann für mich wahrscheinlich Altenfloß oder so. Ach, mal gucken. Das sieht man. Da machen wir jetzt keinen Stress. Auf alle Fälle, vielleicht sieht man sich dann hier. Und wenn nicht, irgendwann trifft man sich auf alle Fälle. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, am Sonntag nicht Schleppertreffen. Am Sonntag bin ich auf einer eigenen Veranstaltung von UNE Musikverein. Hier an dieser Stelle nochmal. Mache ich jetzt ein bisschen Werbung dafür. Ja, lasst es als Werbung wegen Markennennung oder Werbung wegen Vereinsnennung durchgehen oder wie auch immer. Sowas kann man schon mal ehren. 100 Jahre ist doch eine lange Zeit und da muss ich sagen, mein vollster Respekt, dass es den noch gibt. Von daher, an dieser Stelle, nun wisst ihr Bescheid. Tja, und wie meistens bei meinen Videos treffen wir uns jetzt hier in meinem Schlafzimmer vor dem Computer wieder. Tja, die Gelenkwelle habe ich vorhin rauf. Und wie ich rauflaufe, sehe ich ein Auto im Hof stehen. Dann denke ich, ach, jetzt hast du was vergessen. Heute ist ein Versicherungsvertreter gekommen, zwecks Betriebshaftpflicht und Brandversicherung, Hausratversicherung und, was halt alles so zusammenläuft. Und da wollte ich mich dazusetzen. Da habe ich unter anderem für die Brandversicherung ein paar Preise von den Maschinen zusammengeschrieben. Zeitwertmähdrescher, Zeitwertradlader und. Ja, und da habe ich mich dazugesetzt, haben das alles durchgegangen. Jetzt einen günstigeren Tarif mit ein paar günstigeren Konditionen. Waren wir fast 2 Stunden gesessen. Abendstermin. Ja, die Gelenkwelle habe ich jetzt natürlich nicht bearbeitet. Das seht ihr dann vermutlich im Dienstagsvideo. Auf jeden Fall war jetzt der Versicherungsknülch da und das ist erledigt. Jo, und jetzt sitze ich hier drunten und bin sozusagen kurz vor Feierabend. Als nächstes geht es noch ans Video schneiden und dann kommt es morgen online. Das kennt ihr ja bereits von mir. Ja, also wie gesagt, jetzt wisst ihr mal so die neuesten Neuigkeiten. Ersatzteile bestellt wieder mal und bei die Schweinchen waren wir mal. Dürfte auch mal wieder sein. Wie gesagt, am Sonntag werde ich dann nicht auf Gelbsreuth fahren. Da werde ich wahrscheinlich dann doch hier daheim bleiben. Oder ich sage mal zu 95% auf jeden Fall daheim sein. Hier in Burgheik, wenn wir hier eine Veranstaltung haben. Gelbsreuth kommt nächstes Jahr auch wieder. Der Musikverein wird nur einmal 100. Ist ganz klar. Was eventuell jetzt am Wochenende noch ansteht, je nachdem wie das Wetter ist. Ich muss die Kartoffeln noch ein bisschen anhäufeln, beziehungsweise ein paar Kartoffeln hat es doch so ein bisschen rausgeschwemmt, da muss ich noch mal drüber, die muss ich wieder ein bisschen eingraben. Ganz verschont sind wir dann doch nicht vom Wasser geblieben, aber ich sag mal größtenteils geht's doch so. Ja, Maschinenhalle ist wieder leer gepumpt, die Gruben sind wieder sauber und soweit alles gut. Heute hat das Wetter ja mal gepasst, war ein bisschen schön, Sonne war hausen. Ja, können wir verschnaufen, bevor der nächste Regen kommt, aber das kennen wir ja schon, ist ja nichts Neues mehr. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, mehr gibt es nicht zu sagen. Das war's für dieses Video. Ich denke mal, Samstagabend werde ich vielleicht noch einen Livestream machen. Mal schauen, ob es klappt. Wenn, ich kündige es vorher im Discord nochmal an. Wer den Discord-Link nicht hat, einfach mal Samstagabend dann so ab 8, 9 Uhr rum reingucken. Ich meine, wer die Glocke aktiviert hat, beziehungsweise mich abonniert hat, der kriegt ja eventuell eine Nachricht, dass ich gerade einen Stream mache. Und ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich denke Samstagabend habe ich schon vor, einen zu machen, der auch mal wieder ein bisschen länger werden könnte. Das sehen wir dann. Gut, in diesem Sinne, das war's nun. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, Servus.